Commander. Ja, huhu, hier wieder beim Koali und bei XCOM 2. Ich würde sagen, wir starten gleich den Einsatz für den Advent-Konvoi. Aber erst müssen wir unser Team zusammenstellen. Ich denke mal, zwei Sniper brauchen wir nicht entfernen. Den Lesrak schicken wir auch nochmal nach Hause. Das heißt, wir haben dann einen Grenadier, einen Sniper. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall einen Spezialisten noch. Hexchen ist dabei. Ja. Und dann nehmen wir noch einen Rookie mit. Wir müssen den Cartman. Willkommen Cartman. So, können wir jetzt hier noch... irgendwie Zielfernrohr oder sowas noch vergeben? Oder sind die fest auf den Waffenverbesserungen? Oder muss ich die jetzt erst wegmachen bei den anderen? Okay, die sind dann fest da drauf und man kann sie nicht wieder runternehmen, ja? Okay. Was haben wir denn sonst noch für Ausrüstungsgegenstände zur Verfügung? Wir haben den Gedankenschild. Wir haben ein Medkit. Ich denke, das Medkit geben wir Hexchen. Wiederherstellen, stabilisieren. Okay. Und ja, da wir keine Zielfernrohre oder sonst was vergeben können, dann starten wir den Einsatz, würde ich sagen. Mit diesem Team. Position für den Einsatz. Einer unserer Widerstandskontakte hat uns von einem Advent-Transporter berichtet, den sie lahmlegen konnten. Er gehörte zu einem größeren Konvoi. Advent-Sicherheitskräfte sind schon auf dem Weg, um ihr Material zu sichern. Doch vielleicht kommen wir ihnen zuvor. Wir müssen das Gebiet sichern, die Ausrüstung bergen und feindlichen Widerstand ausschalten. Menace 1-5, der lahmgelegte Advent-Konvoi ist direkt voraus. Angreifen und alle Feinde ausschalten. Okay, der ist also hier irgendwo. Viel Deckung gibt's hier ja nicht, ne? Backfisch nach vorne. Tempo. Okay. Das ist die Ausrüstung, für die wir hier sind. Wir müssen aufpassen, sie nicht zu beschädigen, während wir das Gebiet sichern. Mhm. I'll do my very best. Move, move, move! Got a group of hostiles over here. Okay, da sind schon die ersten Feinde. Cartman, ja, es gibt hier nirgendwo richtig Schutz, ne? Einmal hinter den Kaktus, komm! Hinter den Kaktus, der Kaktus! Wird uns schützen. So, Umbreon. Rücke aus. Bin ziemlich weit zur Seite. Okay.
Hier hin. Bin unterwegs. Feuerschutz. Feuerschutz. Cartman. Wie weit kommst du? Der kommt bis hierhin, wo der Umbreon steht. Okay, dann gehen wir mit dem Umbreon nach hier. Schon unterwegs. Geben Pistolenfeuerschutz. Verstanden, halte die Augen offen. Cartman dann hier hin, wo Umbreon eben stand. Und das Hexchen. Good copy, moving on target. Ein Stück nach vorne. Und den Karten auch erstmal den Feuerschutz. Und Hexchen wird dann auf den... Ah, der kann nur, sie kann nur auf den kleinen. Aber egal. 69% ist gut. Und sie killt ihn. Perfekt. Hostile neutralized. Und eine Beförderung verliehen. Backfisch! Okay, Backfisch fällt die Typen schon. Ziel eliminiert. Was haben wir denn da? Tja, das wird jetzt der Umbreon gleich rausfinden, ne? Umbreon, hol dir das Ding. Bin mal unterwegs. Was haben wir da? Fortschrittlicher Automatiklader und ein Datenpad. Okay. Ich hab es. Ja, perfekt, Umbreon, perfekt. Verstanden. Ab bitte den Kaktus. Denn wie wir alle wissen, der Kaktus ist dein Freund. So. Cartman. Na, hier hin. Skatto. Skatto. Backfisch. Roger. Nachladen. Nachgeladen. Ganz schön energisch. So, Hexen. Noch hier nachladen. Locked and loaded. Okay. Ich guck mal auf der Seite. Begebe von... mich zum Ziel. Okay, hier ist nichts bisher. Ricevuto. Nix. Bestätigt. Rücke aus. Location confirmed. Das war Backfisch da auf der rechten Seite vom Anhänger ein bisschen alleine, wa? Overwatch. Bestätigt. Überwachung läuft. Pistolen Overwatch. Feuerschutz. Okay, nichts passiert soweit. Verstanden. Bewege mich zum Ziel. Langsam weiter vor. Wir haben keine Rundenbegrenzung, das heißt kein unnötiges Risiko eingehen. Headed there now. Und da kommt was. Okay. Ohne die Zufuhr menschlicher DNA zeigen diese einst als dünner Mann getarnten Kreaturen nun ihre wahre Form, die einer reinen Reptilienspezies. Da sich die Aliens nicht mehr verstecken müssen, brauchen sie keine Infiltrationseinheit mehr. Okay. Sono in movimento. Schmeiß mal eine Granate hier rüber, damit die Deckung weg ist von dem Vieh. Sehr schön.
Duckfish. Bist du Ziel auf irgendwas? 50% auf den. 30% auf den. Schieß mal. Läuft. Ziel ausgeschaltet. Exin 53, 33. Umbreon. Warum hat der so viel Deckung hier noch? Wir haben dem die Deckung doch zerbombt. Daneben. Nicht gut. Ugh, Mist! Männer 1-5, achten Sie auf Overwatch. Wenn sie zerstört werden, können wir später nichts mehr im Gebiet bergen. Läuft! So was gedacht. Drecks Schlangenvieh. Feind am Boden! Beförderung für Umbreon. Und sogar mit dem Gewehr, habt ihr es gesehen? Oder Umbreon darf zurückschießen. Sie sind einfach überall! Komm, schieß zurück. Bam! Er braucht eine bessere Knarre. So eine Knarre, die 3 oder 4 macht. Okay. Sind wir wieder dran? Oder? Na, nicht. Komm hier. Finish him, würde ich sagen. Okay. Damit wir der Cartman auch sein Upgrade kriegen. Jawohl. Okay, jetzt müssen wir vorsichtig sein. Der Cartman steht relativ offen. Umbreon. Wir bringen Duckfisch mal wieder auf die andere Seite. Ein Stück nach vorne. Reload. Good to go. Begebe mich zum Ziel. Nee, keine Granate schmeißen. Du sollst nachladen. Ich bin bereit. Okay. Hier hinten könnte noch irgendwo was sein. Der Cartman steht am weitesten vorne. Barto. Da ist was. Okay. El Advente. Oh, einer mit dem Schwert und einem Sektoid. Ist klar. Overwatch? Wir machen Overwatch hier, das ist ganz gut, glaube ich. Cartman. Overwatch. Mi tengo pronto. Auch hier Overwatch. Feuerschutz! Und noch hier Overwatch. Mir entgeht nichts! Können wir mal gucken, was die Aliens machen. Nicht mit Hexchen. So, da kommt der erste. Gib ihm Umbreon. Yes. Oh, mit dem Zielfernrohr kriegt der Umbreon das langsam mal hin hier mit dem großen Gewehr. Ziel eliminiert.
Maximum. Oh oh, Cartman ist verletzt. Okay, Backfisch. Begebe mich zu dieser Position. Okay. Hexenschiff. Kannst du... Nee, du kannst noch nicht heilen, ne? Du musstest dich neben Cartman stellen, um ihn zu heilen. Lauf mal neben Cartman. Confirmed. Hilfsprotokoll. Medikit Heilung. Wie keine Ziele verfügbar, was soll die Scheiße? Ist ja nicht weit genug gelaufen, oder was? So ein ätzendes Kack-Ding. 70% für den. Los, Backfisch. 4 Schaden. Umbauen. Umbauen hat keine Sicht auf den Sektoid. Ziemlich kacke, würde ich sagen. Bin schon unterwegs. Schieß mal. Yes! Das war halbwegs... halbwegs wichtig. Pistolen. Läuft! Umbrauen ist der Killer in diesem Einsatz hier. Minus 1-5, Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Killer! Minus 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Leider ist der Cartman verletzt, aber naja, irgendwas ist immer, ne? Trefferquote 83,33%, soll mal einer sagen, Umbrauen trifft nichts, ne? Wechseln wir auch ganz gut. Eigentlich haben wir alle hier gut performt, weil alle sind hier in dem Einsatzreport. Ich hätte erwartet, dass unsere neuen Rekruten noch viel lernen müssen, aber sie waren hervorragend, Commander. Sehr schön. Weiter. Die ersten zwei Nachladeaktionen, einmal das kostet keine Aktion, das ist nice. Nice. Hey, wir gehen zur Waffenkammer und schauen uns das Ganze doch mal an hier. Wie lange bist du? Oh, 11 Tage verwundet, der Cartman. Aber gut, wir machen erstmal die Beförderung für den Umbreon.
Was kriegt der denn? Heftiger Schuss. Gibt einen Schuss mit leicht verminderter Zielsicherheit ab, der aber deutlich mehr Schaden verursacht. Okay. Oder blitzschnelle Feuer, das auf ein Ziel, dieser Angriff kostet keine Aktion. Noch weniger Zielsicherheit für Umbrio. Wollen wir das? Wobei im letzten Durchgang jetzt hier ging's, ne? Wüsste ja auch gern, dass hier noch später kommt noch, ne? Das wäre auch noch gut zu wissen. Aber wir können ja im Notfall auch irgendwas umskillen, ne? Mehr Schaden. Ey, wir wollen ja zum Ganzlinger machen. Irgendwie dann nehmen wir hier auch das Pistolenzeugs, ne? So. Okay. Dann hat Hexin sich einen Aufstieg verdient. Und Medi oder Gefechtsmittel. Medi-Protokoll war einfach zu gut, um es nicht mitzunehmen. So, Waffenverbesserung. Verfügbarer Platz. Automatisches Nachladen. Nö, das lassen wir erstmal noch. Und der Cartman. Was bist du denn, Cartman? Spezialist. Ah, wir brauchen einen Ranger. Spezialisten haben wir schon so viele und auch ziemlich gute. Weitermachen. Okay. Alles klar. In die Technikabteilung switchen. Inventar angucken. Ich konnte mir ein paar der geborgenen Advent-Waffen näher ansehen. Ach ja? Die Legierungen sind deutlich leichter und damit besser für den Einsatz durch Menschen geeignet. Ich denke, es ist dasselbe Material, das sie in ihren Kolonien benutzen. Aber das Grundmaterial muss von der Erde stammen. Sie scheinen unbegrenzte Ressourcen von dem Zeug zu haben. Okay. Wir empfangen eine ungesicherte Übertragung von so einem Clown namens Van Dorn. Scheint nicht unbedingt ein geeigneter Rekrut für uns zu sein. Wo? Schwarzmarkt. Ja, untersuchen auf jeden Fall. Avenger berechnet neuen Kurs. Schwarzmarkt wird gut, damit wir entweder vernünftig Ressourcen kriegen hier, ne? Alien-Trümmer weggeräumt, an Raum einsehen. Sehr gut. Testbereich. Der ist auch... okay, neue taktische Gegenstände, bla bla bla. Labor, was können wir noch? Guerilla. Schaltet zusätzliche Fähigkeiten. Aber das haben wir schon, ne? Nee, haben wir noch nicht. Darunter auch die Erhöhung der Anzahl an Soldaten, die ihr beim Einsatz mitnehmen könnt. Energierelais müssen wir auch irgendwann bauen, ha? Noch haben wir genug Energie, um eine Sache zu bauen hier anscheinend. Kommunikationszentrale erhöht die einzelnen Regionen, in denen wir Kontakt aufnehmen können. Das ist momentan noch nicht so wichtig, glaube ich. Testbereich. Ich weiß nicht. Klingt jetzt nicht so super cool wie die Taktikschule, ehrlich gesagt.
14 Tage. Die Taktikschule braucht auch weniger Vorräte. Wir bauen die Guerilla-Taktikschule, Leute. Commander, unsere Energiesysteme arbeiten am Limit und haben keine freien Kapazitäten mehr, sodass wir unsere Einrichtung nicht weiter ausbauen können. Ja, dann müssen wir jetzt hier gleich irgendwie Energie hinbauen. Aber gut, das war ja klar. So, dann... scannen wir weiter den Schwarzmarkt hier. Der Schwarzmarkt wurde gefunden, Commander. Sie scheinen bereit, Materialien austauschen. Ja, perfekt. Der Markt ist offen. Inhalt verkaufen. Alien-Datenspeicher. Wir haben gerade noch von Treibungslanzenträger, Blendgranate. Was haben sie zu verkaufen? Ein Laservisier? Für Info verkaufen die, okay. Fortschrittliche Geschwindigkeit. Beschleunigte Forschung Magnetwaffen. Vorräte. Wir bräuchten eigentlich einen Ranger, aber nicht so einen. Beschleunigte Forschung Magnetwaffen. Kauf. Und noch ein Laservisier. Okay. Ein bisschen Info ausgegeben. Ist klar. Guerillataktik. Schule. Achso, das ist die, die wir bauen, okay. Westafrika. Funkrelais wird errichtet. Ja, da müssen wir jetzt hin hier. Setze Kurs auf den westafrikanischen Sektor. Ich schätze, das Ergebnis hätte ich nicht vorhersagen können, aber es ist faszinierend. Neues Forschungsprojekt. Trotz einer gründlichen Analyse muss ich immer noch herausfinden, welche Vorteile die gewaltigen Augen des Advent-Hybrid-Soldaten bieten, falls es überhaupt welche gibt. Ihre Sehschärfe zu messen, dürfte sich als schwierig erweisen. Okay, dann erforscht doch mal hier die Magnetwaffen. Ich sehe eine Reihe wichtiger Anwendungsmöglichkeiten für diese Technologie. Das sehe ich auch. Ich lasse Ihnen einen Bericht zukommen, wenn die Forschung abgeschlossen ist. Bessere Waffen! Umbran braucht eine neue Pistole. So. Was ist das? Das hat Kabel. Und eine Satellitenschüssel. Kriegt man mit Fernsehen? Willkommen im Kampf. So viele Satellitenschüsse. Also wenn ich die Aliens wäre, ja? Ich weiß ja nicht. Wenn ich die Satelliten um da, die... Das wäre, glaube ich, das erste Ziel. Die ganze Kommunikation erstmal lahmlegen, aber gut. Wir werden ihre Widerstandsmöglichkeiten überall in Westafrika darüber hinaus vorbereiten. Mehr Vorräte. Perfekt. So. Hier kriegen wir einen Wissenschaftler.
Oder wir können Kontakt herstellen in Ostafrika. Oder wir können auch hier unten Informationen sammeln. Ich glaube, ich will einen neuen Wissenschaftler haben. Ranger berechnet neuen Kurs. Wissenschaftler kann man nie genug haben. Oh. Commander, wir haben gehört, dass die Aliens eine Einrichtung fertiggestellt haben, die der Arbeit am Avatar-Projekt dient. Wenn wir den Kontakt zum lokalen Widerstand in dieser Region herstellen, können wir die Einrichtung angreifen und zerstören, um das Vorhaben der Aliens zurückzuwerfen. Ja, wir haben ja auch noch den Einsatz hier auf der linken Seite, ne? Den müssen wir auch irgendwann mal machen. Noch einer? Die Aliens machen noch immer Fortschritte beim Avatar-Projekt. Wenn wir sie verlangsamen wollen, müssen wir uns beeilen. Okay. Wir empfangen eine wichtige Übertragung, Commander. Bringe sie auf den Bildschirm. Ich habe viel vom Widerstand unter Ihrer Führung erwartet, Commander. Und Sie haben sich übertroffen. Hab ich? Sieht nicht so cool aus hier. Neues Personal. Okay, rekrutiere im Hauptstand. Okay, alles klar. Für 20 Info kann ich das aufdecken. Nee. Erstmal ignorieren. Ich will ja erstmal fertig machen. Commander, der will eine neue Information, hohe Priorität. Wart's an. Mehr Informationen, mehr Vorräte. Ja komm, mach mal. Setze Kurs auf Westafrika. Und danach machen wir das hier auch mal. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Longshot? Nee. Moment. Das passt nicht. Charakterinfo, Spitzname. Meister Umbreon. Okay, mehr kann man nicht. Zu lang. Umbreon. Da steht. So. Sergeant Umbreon, Umbreon. Oh, hier, da haben wir auch falsch. Das ist auch nicht richtig. Individualisieren. Max Monster. So. Ja, beim nächsten Mal würde ich sagen, stellen wir unseren Trupp zusammen und schauen mal, ob wir das Advent-Fahrzeug neutralisieren können, das Ziel im Advent-Fahrzeug neutralisieren können. Alles klar. Bis dahin, have fun, euer Quali-Typ.